Und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Holy LOL. Heute gibt es ein Turnierpunkte-Opening hier bei mir auf dem Kanal mit über 100.000 Punkten. Ich hoffe natürlich, dass ich etwas Gutes ziehe. Ich habe ja dieses Opening auch schon auf meinem anderen Account gemacht. Da habe ich leider nur ein einziges exotisches Item gezogen. Und heute machen wir mal hier auf diesem Account das Opening und schauen mal, wie viele exotische Items wir hier ziehen können. Und ja, wir schauen jetzt mal nach. 100.000 Punkte haben wir. Wir gehen hier in das Spielen auf die Turniere und hier auf die Belohnung. Aber vorher natürlich wie immer, bevor es losgeht. Falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Jetzt geht's los. Wir fangen an. Wir ziehen nur 1000er Pokale, heißt also nur Hoffnungsträger Pokale, genau wie auf dem anderen Account. Falls ihr das Opening noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Es war interessant, aber nicht so ganz so erfolgreich. Ich erhoffe mir hier viel, viel mehr jetzt. Wir können also 107 von diesen Pokalen jetzt öffnen. Wir fangen an mit dem ersten. Wir bekommen eine Konsole. Naja, keine Konsole, ist ja eher der Controller. Aber hier stand jetzt gerade Konsole. Wir haben jetzt das erste sehr seltene Item. Jetzt bekommen wir die 3D-Brille, komm schon. Mache jetzt auch hier nicht lange rum, nur falls irgendwas Gutes kommt. Das Ding ist eigentlich gar nicht schlecht in Titanweiß. Sieht er gar nicht so schlecht aus, dieser Clownsuit. So. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon so alles gezogen habt. Habt ihr schon was richtig Gutes gezogen? Jetzt, was kriegen wir? Jetzt kriegen wir den normalen Hut. Der ist auch nix. Ah, die Konsole wieder. Ich hätte es nicht Konsole genannt. Controller. Weil es ist keine Konsole. Ganz einfach. Der nächste Hut. Jetzt demnächst müssten auch aus dem Krankenhaus meine Röntgenbilder kommen. Wenn die dann da sind, werde ich noch mal ein kleines Video machen abschließend mit dem OP-Bericht und dann zeige ich euch mal die Röntgenbilder, was so während der OP passiert ist. Wir haben jetzt wieder ein sehr seltenes Item bekommen. Wir sind noch nicht erfolgreich unterwegs, das muss ich sagen. Nee, und dann kriegt ihr noch mal den Abschlussbericht, was gemacht wurde. Und dann zeige ich euch mal, ja, wie mein Knochen jetzt aussieht mit einem Nagel drin. Von oben bis unten. Ist interessant. Falls ihr das nicht verpassen wollt, natürlich auch den Abo-Button drücken. Ganz klar. So, kommt schon. Wieder die Konsole. Kommt schon. Wir haben jetzt gleich schon 20.000 Punkte ausgegeben und noch nichts Gutes. Noch nichts Gutes. Komm schon. Wenigstens mal ein exotisches. Aber auf dem anderen Account war dasselbe. Wir haben die Torexplosion. Die exotische Inlandgrün. Innerfarbe. Wie geil ist das denn? Freunde. Der erste exotische nach ja, 24.000 Punkten. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal die Torexplosion. Nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Komm schon. Wir brauchen aber mehr Exoten. Wir wollen ja eintauschen. Komm schon. Ah, nur Schrott. Jetzt kommt nur noch Schrott. Der sieht gar nicht schlecht aus. Den hätte ich gerne in Titanweiß. Ah, wieder Schrott. Und nochmal Schrott. Also mit Schrott können wir uns hier zuwerfen. Nochmal die Torexplosion. Ohne Farbe. Wir haben jetzt schon mehr exotische Items wie beim anderen Opening auf dem anderen Account. Unglaublich. Okay, weiter geht's. Zwei exotische. Und wir kriegen die Raketen in Titanweiß. Jawohl. Geile Sache. Richtig gut. Und weiter geht's. Jetzt schon drei richtig gute Items und in Pink. Ich dachte schon Titanweiß. Da hatte ich mich jetzt etwas zu früh gefreut. Weiter geht's. Komm schon. Wieder sehr selten.
einen Scarab-Aufkleber. Ich habe, glaube ich, auf diesem Account gar keinen Scarab. Komm schon. Ah, wieder die Ampel. Komm, komm, komm. Nochmal eine Ampel. Zwei Ampeln hintereinander und ein Vogelhaus. Wir haben jetzt gleich die Halbzeit erreicht. In Grau den Hut. Jetzt haben wir hier nochmal das. Den Chomper. Den will ich in Titanweiß. Oder in Schwarz. Ich glaube, in Schwarz sieht der auch nicht schlecht aus. Komm schon. Komm schon. Gib was Schönes. Komm, gib was Schönes. Komm. In Pink. Ich glaube, ich mache jetzt mal noch einen hiervon. Und jetzt öffnen wir zwei Herausforderer-Pokale. Komm, jetzt werden wir mal richtig bekloppt. 4000er-Pokale und... Ah, nicht painted. Schade. Und noch einmal. Und ja. Das hätten wir aus dem 1000er-Pokal rausgekriegt. Nicht wahr, Freunde? Wieder keine Farbe bei dem Chomper. Komm schon. Ah. Waldgrün, Waldgrün. Macht's nicht besser. Den Scarab-Aufkleber. Ah, komm schon. Wir haben jetzt noch 33.000 Punkte. Und es kommt gerade nichts mehr. Nur noch diese Ampeln. Nochmal ein sehr seltener Räder. Ja, zum Eintauschen ganz gut. In Grau. Ja. Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so gezogen habt. Was ihr schon habt. Habt ihr schon beide Schwarzmarkt-Items? Komm schon. 24.000. Sollen wir jetzt noch zwei von diesen öffnen? Ich meine, dann wäre es vorbei, aber wir könnten da einen Schwarzmarkt rausziehen. Ah. Nur sehr seltene oder bessere Items. Was meint ihr? Wir öffnen jetzt erstmal einen von diesen hier und dann schauen wir mal, was drin war, okay? Und was ist drin? Nee. Jawohl! Jawohl! Freunde! Die Torexplosion. Wie geil ist das denn? Nicht painted, aber egal. Ich habe die Svenergie. Okay. So, Freunde. Unglaublich. Aber jetzt überlege ich natürlich. Drücken wir hier nochmal drauf. Ich meine, wir haben jetzt eine Torexplosion. Zwei Torexplosionen. Einmal die exotische, einmal die Schwarzmarkt-Torexplosion. Ich meine, wir können es riskieren. Komm, wir riskieren es. Und wir kriegen Straßenfest. Unglaublich. Beide Schwarzmarkt-Items. Unfassbar. Wir haben jetzt keine Punkte mehr. Ich werde irre. Wir haben beide Schwarzmarkt-Items bekommen. Die schauen wir uns natürlich auch einmal an. Wir gehen in die Garage. Hier, wo ist das Straßenfest? Da. Ja, das sieht nicht schlecht aus. Und natürlich die Torexplosionen, die wir gezogen haben, schauen wir uns auch an. Da ist die Svenergie. Ich finde die Torexplosion richtig gut. Hier haben wir die einmal in Lindgrün, die Planeten, und einmal in Normal. Ich glaube, ich finde die in Normal sogar besser. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche ihr besser findet, die Normale oder die Lindgrüne. Ja, was haben wir noch gezogen? Ja, stimmt. Wir haben ja noch die Raketen gezogen. Ja, schön. Ne, normal gefallen sie mir nicht. Aber in Titanweiß. Freunde, was für ein Opening. Mein vielleicht bestes Opening aller Zeiten. Ich habe jetzt beide Schwarzmarkt-Items gezogen. Unfassbar, oder? Unglaublich. So, und jetzt möchte ich mich natürlich auch bei euch verabschieden. Das war's für dieses Video. Ihr habt's gesehen. Wir haben richtig abgeräumt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Aber denkt dran, falls ihr meine Videos mögt, lasst mir einen Daumen nach oben da, einen netten Kommentar. Und vor allem drückt den Abo-Button, um kein weiteres Video mehr von mir zu verpassen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.